So, ich habe hier im Geldbeutel dieses kleine Päckchen hier. Ups. Und ich hoffe, also ich habe das noch nie ausprobiert, das habe ich quasi erfunden, in Anführungszeichen. Also ich habe es mir schon selber überlegt. Die Art und Weise, wie das verpackt ist, in einem Strohhalm verschweißt, das habe ich mir beim Tactical abgeguckt. Falls du das siehst, hallo an dieser Stelle. Aber den Inhalt, das habe ich mir selber überlegt. Also falls er das auch hat in gleicher Form, dann ist das jetzt ein Zufall, dass wir da beide auf die Idee gekommen sind. Aber das ist ja auch egal, ich wollte nur sagen, wie man das baut, diese kleinen Röhrchen, das könnt ihr euch beim Tactical angucken, der erklärt das ganz wunderbar. Und das werde ich demzufolge gar nicht erst anfangen, weil besser kriege ich das auch nicht hin. Demzufolge, ja. Also das ist jetzt quasi ein Strohhalm, in den eingeschweißt sind zwei Streichhölzer, die man da erstmal rauskriegen muss. Näh. Und das kann man halt gut im Geldbeutel mit sich rumschleppen, weil das doch eine sehr filigrane Geschichte ist. Dann sind da zwei kleine Vaseline-Wattebäuchchen drin. Und ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Ich kann selber nicht auf die Kamera gucken. Eine kleine Streichholzreibefläche. Und die Theorie ist jetzt, dass ich an der kleinen Reibefläche hoffentlich ein Streichholz erzünden kann, die Vaseline-Watte anzünden und dann lange genug Feuer habe, um damit hier meinen Hintergrund stehenden Fackeltopf zu entzünden. Schauen wir mal. Ja, das habe ich befürchtet. Das ist nämlich immer gar nicht so einfach mit diesen scheiß Reibeflächen von diesen ansonsten guten Streichhölzern. Da flammt es dann ein bisschen auf, aber wirklich brennen tut es nicht. Naja, dann sind wir auch schlauer. Ich muss mir mal irgendwelche Streichhölzer kaufen, die eine vernünftige Reibefläche haben. Davon dann halt einen Haufen wegschmeißen, damit ich Reibeflächen übrig habe. Aber damit ist es hoffnungslos. Das habe ich befürchtet. Deswegen wollte ich das heute Abend auch mal testen. Ich habe noch diverse andere Möglichkeiten zum Feuer machen. Jede Menge, das ist überhaupt kein Problem. Einfaches Feuerzeug habe ich jetzt nicht mit, das wäre ja zu einfach. Aber zum Beispiel hier mein kleiner Funkensprüher, den kennt ihr ja jetzt schon, falls ihr das entsprechende Video gesehen habt. Und damit lässt sich Vaseline-Watte voraussichtlich auch entzünden. Ich muss sie noch ein bisschen auflockern, damit sie den Funken gut fängt. So, das müsste jetzt funktionieren. Und zack, Funk, 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 Funk. Nein, noch nicht. Jetzt. So. Und daran müsste ich jetzt ohne Probleme den Fackeltopf auch entzünden können. Gut, der brennt. Ja, und dann brauche ich noch meinen Handschuh und ich hoffe, man kann mich einigermaßen erkennen und kann weitererzählen. So, ja, also die beliebten Antibiotika, das ist so das hauptsächliche Wegprinzip und da ich jetzt schon damit angefangen habe, noch ein paar Sätze zur Antibiotikaresistenz. Die entwickelt sich nämlich dadurch, dass die Bakterien, die normalerweise von einem Antibiotikum eben in irgendeiner spezifischen bakterienstoffwechselspezifischen Art und Weise gestört werden, zum Beispiel eben das Verstopfen der Fabrik in Anführungszeichen, dass die dann einfach anfangen, im Laufe ihrer sehr schnellen Reproduktionsrate sozusagen ein anderes Fabriktor zu entwickeln. Und der Stöpsel, den das Antibiotikum darstellt, der sich da quasi auf dieses Türchen normalerweise draufsetzt, passt dann einfach nicht mehr. Und dieses eine spezifische Bakterium, das halt eben dieses neuartige Fabriktor entwickelt hat,
ist dann resistent gegen dieses Antibiotikum. Das macht dem dann überhaupt nichts mehr. Das ist das Interessante bei Antibiotikaresistenz. Entweder sind sie absolut killermäßig für das Bakterium und bringen die gnadenlos um oder verhindern so lange deren Reproduktion, bis sie sich von alleine umbringen. Die Möglichkeit gibt es auch, das sind dann bakteriostatische Antibiotika, die nur dazu führen, dass sie sich nicht mehr vermehren können, die Bakterien, und damit gehen sie dann auch irgendwann zugrunde. Aber die Alternative ist halt eben, wenn die Antibiotika nicht wirken, dann wirken sie gar nicht. Und je nachdem, wie lange so ein Bakterium, ein Bakterienstamm, den Antibiotika ausgesetzt ist, ist es halt irgendwann realistisch, dass ein einzelnes von diesen Bakterien auf die Idee kommt, halt eben diese Resistenz dann zu entwickeln, beziehungsweise die Evolution das für das Bakterium entwickelt. Und dieses eine Bakterium vermehrt sich dann natürlich rasend, weil es als einziges von all diesen ganzen Bakterien, die da gerade am Verrecken sind, eine gute Überlebenschance hat. Und ja, dementsprechend wird es dann zu einem neuen Bakterienstamm sich vermehren und der ist dann resistent gegen ein entsprechendes Antibiotikum. Und diese multiresistenten Keime, die jetzt gerade häufigerweise im Gespräch sind, resultieren dann eben darauf, dass ein bereits gegen ein Antibiotikum resistentes Bakterium entwickelt dann halt eben gegen das nächste Antibiotika unter Umständen auch wieder eine Resistenz und ist dann schon gegen zwei Antibiotika resistent. Und wenn man jetzt sich an einem Ort befindet, das Pech hat, sich da zu befinden, wo halt alle möglichen Bakterienstämme aus aller Herren Länder in Anführungszeichen zusammenkommen und von jedem Antibiotika eine Resistenz vorhanden ist, irgendwo in diesen Bakterienstämmen, die diese Resistenzen auch gegenseitig austauschen können mittels eines Plasmides. Das ist nochmal so ein zusätzlicher Erbinformationsring, der in Bakterien sozusagen per Bakteriensex weitergegeben werden kann. Das hat mit richtigem Sex nichts zu tun, aber es ist ein Austausch von Erbinformationen, der andere Bakterienstämme dann auch wieder immun macht gegen entsprechende Antibiotika. Und da ist das halt große Problem halt eben, dass die Dinger zu leichtfertig eingesetzt worden sind oder immer noch werden. Da darf man sich streiten, je nachdem, wo man sich halt befindet, werden sie sicherlich noch zu leichtfertig eingesetzt. Weil, wenn man Antibiotika verschreibt, dann muss man auch sicher sein, dass man die in einem heftigen Ausmaß verschreibt. Also entweder gar nicht oder heftig, weil dazwischen führt es dazu, dass einzelne Bakterien das Antibiotikum, das dem Patienten gegeben wurde, überleben und die sind danach resistent. Und die können sich dann irgendwo anders möglicherweise, vielleicht weil sie irgendwo im Klo gelandet sind oder sowas, da dann wieder wunderbar ausbreiten, den nächsten Patienten befallen und da hilft dann dieses Antibiotikum schon wieder gar nicht, obwohl der ursprüngliche Patient A möglicherweise trotzdem gesund geworden ist. Man muss aber einfach sicher gehen, dass beim Patient A schon bereits nichts mehr übrig bleibt, dass da wirklich alle Bakterien 100% alle tot sind nach Möglichkeit. Und deswegen, wenn Antibiotika, dann heftig. Also so richtig 10 riesige Pillen durchnehmen. Viele Patienten machen das dann auch falsch, obwohl es vielleicht vom Arzt richtig angeordnet worden ist und nehmen halt nur 5 Pillen und dann geht es ihnen besser und dann hören sie auf, den Rest zu futtern. Und damit erzeugen sie sozusagen als Biofabrik antibiotikaresistente Keime. Gut, aber eben dieses Antibiotika, das haben die Pilze erfunden, vielleicht haben es die Pflanzen parallel erfunden. Ich vermute allerdings, dass die pflanzlichen Antibiotika, die genauso wirken wie die pilzlichen, die sind auch nicht gesünder in Anführungszeichen, wer das behauptet, erzählt Schwachsinn, dass die Pflanzen eben die Antibiotika-Erfindung von den Pilzen abgeguckt haben. Eben durch das Zusammenleben von Pflanze und Pilz, das nicht nur als Mykorrhiza-Pilz an einem Baum funktioniert, sondern durchaus auch in einer ganz anderen speziellen Symbiose, die sich Flechte nennt. Dazu komme ich nochmal separat. Das ist nochmal ein ganz, ganz spannendes und ausführliches Thema. Jedenfalls, das ist schon so ein Thema für sich, die Antibiotika. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja, und damit können wir jetzt aber zurückkehren zum Mykorrhiza-Pilz an sich, der halt eben, wie gesagt, neben dem Effekt, dass er für Wasser und Mineralstoffe sorgt, auch durch seine mögliche Antibiotika, die er produziert,
Muss er nicht, kann. Das ist nur ein kann, nicht ein zwingend unbedingt erforderlich. Vielleicht produziert er auch irgendwelche anderen Stoffe, die für den Baum irgendwie gut sind. Aber ein Zusatznutzen könnte eben sein, dass er die empfindliche Wurzel, die oft eben von Bakterien infiziert wird bei Bäumen, weil da halt eben jede Menge Löcher in der Wurzel sind für die Wasseraufnahme, dann kann auch ein Bakterien reinflutschen. Diese schützt eine Hülle aus Pilzgeflecht, aus Hyphen, halt auch nochmal zusätzlich, insbesondere wenn es Pilze sind, die dann noch ein Antibiotikum besitzen. Ich komme da echt mit Plural und Singular dauernd durcheinander. Gut, so viel dazu. Dann weiterer Nutzen, und das ist was, was wirklich noch nicht allseits allgemein so richtig, richtig, richtig gut erforscht ist, ist eben dieses Wood Wide Web, das WWW. Das ist nämlich auch so, dass Bäume untereinander eben vernetzt sind über die Wurzeln. Und an dieser Vernetzung von Baum A zu Baum B zu Baum C zu allen anderen Bäumen in einem riesigen Umfeld möglicherweise, daran ist auch maßgeblich eben der Mykorrhizapilz beteiligt. Ganz oft bildet der Pilz eben quasi das letztendlich von Wurzel zu Wurzel die Verbindung schließende Glied. Weil die Wurzeln an sich wachsen nicht ineinander rein. Das soll es zwar auch geben, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Hingegen kann natürlich ein und derselbe Pilz mit zwei verschiedenen Bäumen derselben Art zum Beispiel oder auch, das kommt auch vor, eben mit zwei Bäumen unterschiedlicher Art verbunden sein. Und dadurch, dass eben in diesem Pilz ein geschlossenes Netz besteht, das Verbindung hat zu Baum A und Verbindung zu Baum B, und da ist der Begriff WWW durchaus angemessen, weil das hat schon gewisse Parallelen mit dem Internet, dieses Wood Wide Web, ist es halt möglich, dass ein Baum, der zum Beispiel beschädigt wird und demzufolge Stresshormone ausschüttet in sämtliche seiner Zellen, dass die sich eben auf, oh, jetzt werde ich gerade beschädigt, einstellen können und schon mal vorsorglich Abwehrstoffe zum Beispiel gegen irgendwelche Viren und Bakterien produzieren, wird dieses Signal eben nicht nur in dem einen Baum weiterversendet, sondern das Signal reicht aus hinaus in den entsprechenden Fußpilz dieses Baumes. Und der gibt das Signal unter Umständen, ob er das freiwillig tut oder nicht. Da darf man sich jetzt wirklich genau fragen, ist das Absicht oder ist das einfach nur ein absoluter Zufall, der sich jetzt durchgesetzt hat? Steckt da ein Sinn dahinter oder nicht? Das überlasse ich jedem selber. Nichtsdestotrotz wird dieses Signal durchaus auch durch den Pilz weitergeleitet in den nächsten Baum. Und der kann sich dann ebenfalls darauf einstellen, oho, mein Nachbar wird gerade angeknabbert von was auch immer, dann ist damit zu rechnen, dass mir das voraussichtlich auch demnächst passieren wird. Und kann dann auch entsprechend bereits Abwehrstoffe einlagern. Klassisches Beispiel ist der Borkenkäfer, der an Fichte A bohrt und Fichte B noch nicht, aber Fichte B bereits anfängt, die Harzproduktion anzuregen, weil Fichte A halt eben schon betroffen ist. Das kann man relativ gut nachweisen, dass das so ist. Und neben diesem Hormon weiterreichen, gibt es halt eben auch durch das WWW, das Wood Wide Web, die Option, dass stärkere Bäume an schwächere Bäume Nährstoffe weiterreichen. Also Zuckerlösung quasi mehr als der Pilz braucht, in den Pilz weiterleiten. Der Pilz hat dann davon zu viel und muss sie loswerden, in Anführungszeichen. Und gibt sie dann weiter halt in eben Baum B. Interessanterweise scheint es wohl auch wirklich so zu sein, dass da gelegentlich auch mal differenziert wird bei bestimmten Arten, ob Baum A und Baum B miteinander verwandt sind und nur dann Zuckerlösung weitergegeben wird in Baum B, wenn Baum B tatsächlich ein direkter Nachkomme vom Baum A ist. Da gibt es so Vermutungen, erste Untersuchungen, die das vielleicht bestätigen könnten. Es gibt aber genauso auch Fälle, also es gibt beides offensichtlich. Inwiefern das jetzt wirklich alles absolut valide ist oder nicht, das ist halt eben noch die große Frage. Da sind wir noch ziemlich, noch nicht weit genug mit der Forschung. Aber es gibt eben auch Fälle, wo das artübergreifend passiert, wo die Buche sozusagen die Fichte mit versorgt oder umgekehrt, nur beispielsweise. Interessanterweise trifft das dann nur bei solchen Arten ein, die aber eben auch vom Lebensraum her zueinander passen. Wenn jetzt der Förster hingeht und neben eine Buche zum Beispiel eine Robinie setzt, da findet überhaupt kein Stofftransport zwischen den beiden. Wahrscheinlich, das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, das müsste man erstmal untersuchen. Aber ich weiß das eine Beispiel aus der Literatur gerade nicht, welche Bäume das waren. Ich glaube, das war Eiche und Fichte vielleicht.
oder was, Fichte und Birke, irgend sowas. Aber egal, jedenfalls findet dann halt eben zwischen Bäumen, die gar nicht zusammengehören, keinerlei solcher Austausch statt. Und das ist von daher wieder interessant, weil das die pflanzensoziologische Theorie, die ja fast schon mittlerweile als bewiesen gelten darf, ganz wichtig, weil die ein gewisser Herr Tüxen mitgeprägt hat, nochmal bestätigt, dass eben die Organismengruppen in bestimmten Organismenverbänden zusammenleben und auch versuchen, diese Verbände eben so aufrechtzuerhalten. Und jetzt hat man schon eben den Ansatz geäußert, das hatte ich schon mal woanders erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal, dass damit quasi fast schon Darwin widerlegt wäre, weil es halt eben sowas gibt wie ein starker Baum sorgt für einen schwächeren Baum und versorgt den, obwohl es dem starken Baum erstmal nichts bringt, mit Nährstoffen. Und das wäre dann ja so eine Art Fürsorge im Pflanzen- bzw. Pilzreich, weil die Pilze eben daran maßgeblich beteiligt sind. Deshalb erzähle ich das jetzt auch in diesem Video. Ohne die würde das einfach nicht funktionieren. Das kann man aber selbstverständlich eben... Es ist einfach zu kurz, meiner Meinung nach, das ist jetzt speziell meine Meinung, es ist einfach nur zu kurzfristig gedacht, dass man jetzt sagt, oh, es gibt Fürsorge im Pflanzenreich, die passen aufeinander auf, da gibt es sowas wie Zärtlichkeit und Gefühle. Kann man jetzt natürlich daraus lesen, kann man aber auch davon ausgehen, dass diese Pflanze einfach versucht, den eigenen Nachwuchs zu versorgen, sofern es so ist. Und wenn sie eine andere Art versorgt, mitversorgt, dann ist das meiner Meinung nach durchaus sehr realistisch, dass das dazu dient, dass der Standort als solche bzw. das Ökosystem als solches, ein Waldökosystem, nicht gefährdet wird. Weil wenn zu viele Bäume in der Nähe eines unter Umständen super starken Baumes umfallen oder zu krank werden, dann steht er irgendwann mehr oder weniger alleine da und wird dann relativ schnell feststellen, und das kann man auch durchaus so ein bisschen nachweisen, dass Bäume durchaus in der Lage sind, darauf zu reagieren, dass sie von Wind stärker angegriffen werden. Es ist sogar ganz einfach beweisbar, weil sie sogenanntes Reaktionsholz ausbilden, also verdichtetes Holz auf der, je nach Baumart, windabgewandten oder windzugewandten Seite. Aber auf jeden Fall verdichten sie ihr Holz, um stabiler gegen den Wind zu sein, an einer spezifischen Stelle, wo es ihnen was bringt. Das ist nochmal ein ganz ausführliches Kapitel, Reaktionsholz. Daher kann man sehen, die nehmen schon wahr, dass sie im Wind stehen. Und eventuell ist ja eben das Mitversorgen eines anderen, vielleicht kleinen, kümmerlichen Baumes, der ihnen sonst nichts bringt, dafür da, dass da der Wald erhalten bleibt. Damit der Windschutz erhalten bleibt, damit sie eben im nächsten Sturm nicht umfallen, weil sie Angst gekriegt haben, dass sie da umfallen, weil sie da ordentlich durchgeschüttelt worden sind. Beispielsweise. Aber das ist nur jetzt so ein Gedankenszenario, was da eine Rolle spielen könnte. Also ganz interessantes Thema, diese WWW-Diskussion. Ja, ich denke, das soll zu diesem Punkt auch reichen. Ach so, nachgewiesen hat man das übrigens, dass dieser Stofftransport, dieser Nährstoff- und Hormonstofftransport und so weiter und so fort, teilweise auch über lange Strecken und über artübergreifend stattfindet, hat man dadurch herausgefunden, dass man einzelnen Bäumen an einzelnen Ästen sozusagen ein Tütchen drüber gestülpt hat. In diesem Tütchen hat man eingeblasen Luft mit einem radioaktiven Kohlenstoffisotop, C16, C15, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber jedenfalls ein radioaktives Kohlenstoffisotop, das eine radioaktive, ich glaube es ist C15, Kohlenstoff. Und das wird dann ja vom entsprechenden Baum aufgenommen, in den Zucker eingebaut, ist dann immer noch radioaktiv, wird in der Wurzel gespeichert, ist dann immer noch radioaktiv und unter Umständen wird es eben weitergeleitet an eine andere Pflanze durch das Mykorrhiza-Netzwerk und ist dann immer noch radioaktiv. Wenn also ein zweiter Baum neben dem Baum A, also Baum B, jetzt plötzlich auch irgendwo in seiner Wurzel bzw. in seinem Zuckerdepot irgendwelche radioaktiven Teilchen aufweist, dann kann das nur daran liegen, dass er sie von Baum A bekommen hat, weil woanders können die nicht hergekommen sein. Man muss da also wirklich den, ja, im Prinzip den Baumstamm, die Wurzel im oberen Bereich, vielleicht sogar die Äste, wenn es richtig intensive Ausmaße annimmt, das geht, das kann man nachweisen, mit dem Geigerzähler abfahren und gucken, ob es knistert. Also mehr knistert als die allgemeine Hintergrundstrahlung. Das ist was sehr, 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 sehr Faszinierendes und
Wenn ich es wiederfinde, ich hoffe nur, ich finde es wieder, dann verlinke ich euch das entsprechende Video der Forscherin, die das maßgeblich herausgefunden hat, könnte man sagen. Also ich bin mir nicht sicher, soweit stecke ich nicht in der Materie, ob sie es wirklich 100% erfunden hat, aber sie war auf jeden Fall sehr, 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 sehr maßgeblich an der Forschung des Baum-zu-Baum-Stoffaustauschs beteiligt. So. Das auch so mal ein ganz wesentlicher Faktor eben, der nur durch dieses Pilznetzwerk möglich ist, gehen wir davon aus. Ich weiß nicht, ob man es inzwischen bewiesen hat, dafür bin ich einfach jetzt nicht so intensiv in der Materie. Man müsste eigentlich ewig weiter studieren, damit man immer die aktuellsten Sachen auch wirklich gut mitbekommt. So muss ich jetzt irgendwelche Fachzeitschriften lesen, was ich ja tue, aber das ist halt nicht so gut, wie wenn man den Prof immer direkt fragen kann zum Beispiel. Jo! Mein Fackeltöpfchen brennt hier fröhlich vor sich hin. Und dann möchte ich an dieser Stelle mit dem Video jetzt Schluss machen und mache nochmal ein extra Video zu den Flechten. Und gucke mal, ob ich das hinkriege, das unterwegs zu erzählen, dann mit der Fackel mir einleuchtend und dann mit dem Deppenzepter dazu noch ein bisschen was erzähle. Es geht ja im Wesentlichen ums Audio. Sehen muss man mich ja nicht unbedingt. Deshalb, ich probiere das mal aus, wenn das überhaupt nichts wird. Irgendwann andermal halt. Bis später vielleicht.